Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Video von Parmageddon in Potato. Und zwar haben wir wieder vor, eine nice Challenge zu machen, wie letztes Mal. Und diesmal werden wir zwar nicht den Enemy Count erhöhen, sondern den Enemy HP, also das Leben. Und zwar schön auf 200%, schön das Doppelte. Und wir werden einfach mal gucken, wie weit wir auf Stufe 5 kommen werden. Oh yes, ich kann mir das richtig schlimm vorstellen, vor allem mit den Bossen. Also wenn die dann auch doppelt so viel Leben haben. RIP Parmageddon, sage ich dazu nur. Also ich habe mir als Charakter habe ich mir den Tausendsasser rausgesucht. Ich liebe einfach den Typen, man kann 12 Waffen tragen, habe mir die MP gleich mit dazu genommen und werde versuchen, da möglichst viel mit den 12 Waffen an Damage rauszuholen. Genau. Genau, und ich habe mir den Magier genommen, versuche auf, was heißt, den Anfang an Elementarschaden zu gehen, schön auf Feuerdamage am Ende zu einem Flammenwerfer überzuwechseln, um halt einfach dauerhaft Schaden zu machen bei den Gegnern, sie in Brand zu setzen. Genau. Dann würde ich sagen, let's go. So. Bin mal gespannt. Ich auch. Ich muss sagen, noch gehen die Gegner echt gut down. Auf jeden Fall. Wobei die MP auch am Anfang relativ geil ist. Ich muss sagen, mein Feuerstab ist jetzt auch nicht schlecht. Es macht halt nicht schnell Damage, aber kann schon austeilen. SI.O. meinst du? Ah, jetzt können wir uns echt mal wieder hier richtig schön aussuchen, was wir nehmen wollen. Ja, das stimmt. Okay, nice. Okay, sind schon soweit. Top. Schneller, 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 schneller. Ja, ich konnte mir noch keine Zweitwaffe kaufen. Das ist echt schlimm. Echt jetzt? Ja, ich musste mir alles keine sperren. Waffe bekommen im Itemshop, oder was? Doch, doch, aber die waren zu teuer. Ah, okay. Ich konnte mir nichts holen. Kapisch. Let's go. Nehmen wir mal Glück. Das, nehmen wir das. Okay, wäre schon wieder soweit. Ja. Ja. Okay, let's go. Let's go. Wir haben übrigens nur einen Boss. Der kommt bei Welle 18, habe ich gerade gesehen. Die anderen beiden Superwellen sind Horden. Gott. Doppelt nehmen. Können aber auch Assi werden. Ja, ich hätte fast Boss bevorzugt. Weil den kannst du ja ein bisschen so kiten und als. Ja, das stimmt. Musst du nur überleben. Bei Horde ist dann so viel los. Aber bisher geht echt klar. Ja, bisher ist gar kein Problem. Ja. Ich schätze mal, es wird noch zu einem Problem werden. Bin schon ready. Yes, let's go. Ja. Ja, easy. Das ist halt der Tausendsasser, ne? Ja. Das ist so viele Waffen schon. Leute, wenn euch übrigens diese Videos gefallen, dann lasst gerne ein Däumchen nach oben da und ein Abonnementchen. Dann verpasst ihr nämlich keine Videos mehr. Und übrigens, wir streamen jetzt ab sofort live auf Twitch. Also schaut auch da gerne mal vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Checkt gerne ab und lasst ein Follow da. Und kommt gerne mal in den Stream rein. Ist immer ganz geil. Ja, macht echt immer Bock. Es sind doch immer ein paar aktiv dabei, also... Wird nicht langweilig. Ja, auf jeden Fall. Okay. Bist du schon wieder so weit, oder was? Ja, ich kann mir kaum was kaufen. Ich kann einmal rollen, sperren und fertig. Okay, bin ready. Echt schlimm bei mir. Ich hab schon wieder einen kompletten Waffenring. Ja. Der Tausend, das hast du auch, okay. Mehr Waffen als Donald Trump daheim? Ja. Da sind ja jetzt bald die Wahlen, ne? Ja. Bin echt gespannt. Ich bin auch bald wieder an. Wer da das loszieht. Ja. Nicht über Politik reden, Patrick. Das kann nur in die Hose gehen. Also ich habe ja nicht gesagt, für was ich bin oder für wen. Bin nur gespannt, was so aus wird. Schauen wir mal, was wird. Boah, sind das alles Scheiß-Items, die ich habe. Oh. Ja, ich muss aber auch sagen, irgendwie... Oh, Raketenwerfer. Let's go. Okay, ich bin ready. Als ob du einfach jetzt schon Raketenwerfer bekommst. Ist verrückt. Na klaro. Na klaro. Was sonst ja. Ich hätte gern Flammenwerfer. Leute, wenn ihr übrigens irgendwelche Videoideen auch zu Brotato habt, was wir da mal machen sollen, gerne in die Kommentare rein. Ein Zuschauer hat ja schon was kommentiert. Das werden wir in Zukunft dann auch mal versuchen umzusetzen. Also vielen Dank schon mal dafür. Aber falls euch noch was einfällt, ja, gerne bitte unten reinschreiben. Scheiße. Wir machen halt kaum Money im Moment, das nervt mich. Findest du? Also ich finde 200 Münzen eigentlich schon ganz stabil. Findest du? Finde ich, ja. Doch.
bin schon wieder ready. Ich kann mir schon wieder nichts leisten. Ich schwör, bei mir ist alles so teuer irgendwie. Was ist los bei dir? Ich weiß auch nicht. Ich muss gefühlt einen Kredit aufnehmen, um mir was leisten zu können. Okay, bin ready. Ich bin einfach der Feuermagier hier im Game. Harry Potter auf Alibaba bestellt. Ich bin einfach Prada Potter. So sieht's aus. Du bist Gucci Potter. Ja. Gucci einfach ein Taler hauen. Einfach ein Taler hauen, Harry Potter. Ja, mit, so, okay. Mit so einer Gucci-Bauchtasche. Ja. Aber wieso ist das so einfach, wenn die doppelt so viel Leben haben? Also ich will jetzt nicht raufbeschwören, aber was ist hier los? Dennoch finde ich es auch okay. Ja, ich muss mal auf LP gehen. Nichts anderes übrig. Du musst mich nächste Runde beschützen in der Mitte. Ja, natürlich. Sonst noch was? Eigentlich nicht. So, bin ready. Bin nämlich schon low life. Oh mein Gott, war das knapp. Ich brauche unbedingt Speed. Ja, willst du was sagen? Nee. Okay, jetzt passt es, glaube ich. Okay. Vielleicht noch ein Kaktus. Also ich muss sagen, die Dicken hier, die halten schon ein bisschen was aus. Ja. Aber durch mein Feuerdings brennen die halt die ganze Zeit durch. Danke, dass du mir den Kaktus vor meiner Fresse weggenommen hast. Ich muss sagen, ich schnetzel die ganz gut weg. Holy shit. Warte mal ab. Mein Bild wird Früchte tragen, wenn ich Flammenwerfer bekomme. Dann geht's ab bei mir. Jetzt ist noch so Aufbauphase. Aber dann geht's los. Meinst du ja? Ja. Also ich versuche das da aufzubauen. Alles schön mit, um schönen Flammenwerfer-Damage hinzukriegen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich auch. So. Reichweite Angriffstempo. Oh, ja, komm, genau. Zauberstab. Nächste Runde. Let's go. I am ready. Ah, bei mir läuft's aber auch nicht im Shop, ne? Round number 9. Taschenfabrik wäre noch Edeltraut, muss ich sagen. Das wär, aber wir haben auch nicht so okay. Viele Bäume, also. Ich weiß nicht, ob das uns wirklich um Nutzen ist. Och. Es carried immer. Ja, okay. Also wann hatten wir mal Taschenfabriken nicht und es hat nicht gecarried? Das stimmt. Zum Schluss, Welle 20 war jedes Mal auf dem Bildschirm nur noch Geschütze zu sehen. Ich muss unbedingt Tempo oder Leben machen jetzt. Immer so schnell dauern. Ja, ich sehe schon. Oh, gut so. Punkte gemacht jetzt mal. Das fühle ich. Ja, das stimmt. Sehr gut Punkte sogar. So, Elementarschaden, Angriffstempo, kostenlos, kombinieren, bewerten, kombinieren. Jetzt geht's ja hier los. 20 Glück, why not? I'm ready! Jo, let's go. Ich konnte jetzt meine Waffen ein bisschen mal bessere. Mann, aber ich habe noch keine Tempo-Items bekommen. Sehr gut. Ich krieg auch sehr wenig Tempo. Also ich habe auch noch arschlangsam. Hauptsache, ich sage vor der Runde, also vor dem Ende, ich muss auf Tempo und Leben gehen. Ich habe beides nicht erhöht. Aber ich habe auch dazu nichts Geiles bekommen, leider. Boah, die Dicken kriegen die ganze Zeit so ein 26er-Ticks, die dann so runterticken. Patrick, das nennt man Body-Shaming. Die Monster haben auch Gefühle, okay? Nee, die alles. Alle müssen brennen. Die Armen haben auch Gefühle. Die Armen. Das sind Monster. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Mayday, Mayday, Mayday. Bratan, Mayday. Was machst du hier? Okay, ich finde, bei dir ist irgendwie ein bisschen kritisch, habe ich das Gefühl. A little bit, ja. A little bit. Ausweichen ist jetzt vielleicht auch nicht schlecht, aber Nahkampf bricht nicht. Oh, spawnen mehr Bäume ist schon mal gut. Spawn besondere Gegner. Nicht schlecht. Lilane Raketenwerfer bekommen. Ich hole mir mal einen Garten. Das ist wichtig. Dem Daniel. Ja, schön, dass du so geile Waffen bekommst. Ich bekomme gar nichts. Also wenn jetzt nächste Runde Shop nichts bringt, dann wird kritisch die Welle. Kritische Masse. Critical Damage. Dum, 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 dum. Okay, der Garten ist bei dir. Aber es Alter, woher kommen die ganzen scheiß Laserpunkte? Er ist fucked up. Besonderen Gegner habe ich doch erwähnt. Habe ich doch erwähnt, Buddy. Habe ich doch erwähnt. Aber Marvin, dein Leben sieht ein bisschen kritisch aus. Genauso viel Leben wie du. Aber bei mir schaut's halt. Ja.
Ich hab gefühlt doppelt so viel Leben wie du, ja. Nicht nur gefühlt, du hast doch fast doppelt so viel Leben. Machst du nix. Ach, jetzt gönn doch mal einen Flammenwerfer, bitte. Ich hab so gute Items für einen Flammenwerfer. Alles perfekt drauf ausgerichtet. Aber er gönnt einfach nicht. Er gönnt einfach nicht? Oh Mann. Oh Gott, die Kerze ist ja geil. Ich krieg da 4 Elementarschaden, einmal LP-Granate, so minus 10% Gegner und minus 5% Schaden. Muss ich leider nehmen. Oh! Und um das gegenzuwirken, kann ich direkt die Maus nehmen. Plus 10% Gegner. Geil. Top. Läuft. Okay. Ready für die Horde? Ready for the Horde. Okay, Leute, Horde 200% LP. Bisher gar kein Problem. Nee, aber es musste die spawnen jetzt gleich alle richtig. Jetzt kommen sie. Wollen wir so in der Gartenregion bleiben? Ja. Aber eigentlich ist gar kein Problem. Wo bist du? Hä? Er sagt Gartenregion bleiben und er geht einfach komplett weg von dem Garten. Wie gut ist er denn? Ah. Ja, ne? Beste Taktik, das sag ich dazu, ne? Fucking genius. Gar kein Problem. Wir machen noch genug Damage. Ja, wie schon, ne? Selbst ich habe eigentlich kein Problem, obwohl ich hier mit Zauberstäben rumfuchtel. Ich mach die ganze Zeit Vigarium Leviosa. Oh Gott, halt die Fresse. Geil. Einfach Voldemort. Okay. Gut, haben wir geschafft. Wirklich geschafft. Okay, jetzt habe ich gute Items bekommen für Leben. Sehr geil. Also Bratwurst. So, jeder zweite Angriff macht jetzt bei mir Brand. Easy. Nice. Also, bitte, gönn mir einfach den Flammenwerfer noch. Bide. I'm ready. Okay, Welle 14 wird wieder interessant werden. Also, nächste Runde. Nächste Runde schon wieder Horde. Ja, schon wieder Horde. Und dann nur noch Runde. Welle 18 kommen dann Boss. Boss. Monster Kill. Oh, shit. Ich glaube, bei Bossen habe ich einen Vorteil. Bei mir alles so hart stackt. Ich mache halt kontinuierlichen Damage. Ja, du machst gar nichts. Ich mach gar nichts. Du bist Schmutz. So, jetzt aber meine Lebensanzeige perfekt. Von den Anzeigen. Ja. Stimmt, im letzten Video wolltest du auch und dann hattest du irgendwie 72. Ja. Jetzt ist es. Oh nein, jetzt bin ich bei 70. Ah, du hast schon wieder irgendeine Geisterachse oder so. Weil ich muss die 20 Glück nehmen. Hilft nix. Oh, plus 12% Tempo, rotes Item, let's go. Und Marvin, ich glaube, ich bin dumm. Ja, das sowieso. Oh, fuck. Fuck. Bitte gönn eine Waffe oder so. Ja, warum? Was hast du gemacht? Ich habe meine beiden lilanen Zauberstäbe kombiniert. Mir fehlten dann so 20 Punkte noch, um den roten zu kaufen im Shop. Sag einfach nix. Uff. Ich gönn mir die Taschenfabrik. Lauf ich halt mit 5 Waffen rum. Let's go. Aber du hast Taschenfabrik? Das ja, hab ich grad gekauft. Achso, ist jetzt Horde-Runde übrigens. Ja. Horde-Runde. Ist ja kein Problem, wie schaut's bei dir aus? Auch gut, ne? Ja, obwohl nur mit 5 Waffen, aber... Geht bisher, aber läuft jetzt... anscheinend. Jetzt wird's kritisch. Ja. Ich hab halt Knockback-Mühle gekauft, zum Glück. Dadurch können sie nicht bei mir so... Oh mein Gott. Marvin, ich komme. Unten links. Ja, bin da. Danke. Ich muss mir den Kaktus holen. Geh weg. Oh, what the fuck? Oh mein Gott. Bitte. Halt durch. Ja. Oh mein Gott. Oh, Alter, wie viele Dinger wir haben. 310. Ach du Scheiße. Warte, soll ich dir was sagen? Nee, was? Aber nicht ausrasten, okay? Ja, was ist? Einfach einen lilanen Flammenwerfer. Tja, da kann man doch nur ausrasten, oder nicht? Ja, es soll nichts werden. Egal. Gönn dir. Habe ich gemacht, Berater. Das Spiel gönnt heute nicht. Letztes Mal schön 6 rote Raketenwerfer. Jetzt nix. Ja, du kriegst echt nur gar nichts. Beide Gärten sind rechts unten, falls es kritisch wird. So, wir müssen unbedingt alle Dinger hier im Moment aufsammeln.
Alles ist mal 2 hier, was gerade auf dem Boden liegt. Wir könnten hier fast 600 Punkte oder so mitnehmen. Yes. Und schon wie so ein Wirbelwind und sammel alles ein. Ich habe leider nicht so viel Tempo wie du. Come on. So, und jetzt noch so ein paar Mal Taschenfabrik wäre ganz geil. Nee, Flammenwerfer wäre geil. Ja, okay, für dich. Ja, schau, bist du bei deinen 600. Kannst du ordentlich shoppen. 700 habe ich sogar. Geil. Nice. Ja, der Shop gönnt halt einfach nicht, leider. Ach komm. Ich fange gleich eine Powerforce. What the hell? Okay, let's go. Alle 16. Und ich muss sagen, es läuft echt ganz gut. Ja. Das halt gedacht. Achso. Also bei dir halt, du hast keinen Luck, aber ansonsten, so ja. Allgemein finde ich, echt okay. Ich hätte gedacht, wir strugglen mehr. Hätte ich auch gedacht. Besonders, ich verstehe nicht, dass ich keinen Luck habe, weil ich habe Glück fast auf 100 schon geskillt. Und es gönnt halt gar nicht. Irgendwie Belastung. Sehr Belastung. Wie viel Leben du hast. Das macht mich ja fertig. Ja, und sonst so? Ja. Alles clear im Bier, würde ich sagen. Gut. Soll einfach nicht sein hier. Ich bin schon ready. Okay, bin auch ready. Let's go. So, nächste Welle gibt's Boss-Action. Boss-Action. Oh, damn. Alter, geben die mir Damage. Ist ja nicht mehr normal. Ja? Ja, so 15er jetzt. Da wüsste ich mal gerne, wie hart da Rüstung wäre. Oder wie viel das ausmacht. Eigentlich ist Rüstung schon immer sehr gut gewesen. Aber irgendwie durch diese Mod, dass wir zusammenspielen, zeigt es dann nicht mehr so Gott. Gut an. Ich krieg hart Damage. Hier oben ich ja gefühlt 1000 Leben hab. Hier unten bei mir ist nochmal ein Kaktus. Ja, also ja, ich hab den eingesammelt, weil ich selber fast down bin. Oh, okay. Holy shit. Das ist bei mir hart kritisch. Ja, ich hab's gesehen. Aber egal. Hat noch funktioniert, irgendwie. Zum Glück. Zum Glück, du sagst es. Ja, nee, ich bin schon wieder durch. Der Shop ist schon wieder... Arschritze. Ja. Okay. Machst du nix? Machst Bosskampf, let's go. Ja, jetzt auch doppelt so viel Leben, Leute. Wie man merkt. Ey, ich krieg richtig Damage. Holy shit, ich krieg 18 Attacks. Ich auch. Boah, okay. Oh, kritisch. Nee, wir müssen Boss lassen. Einfach nur noch ausweichen. Ja, ich glaube auch, das bringt sonst nichts. Komm, gerade ein Spawn was. Warum krieg ich keinen Kaktus mehr? Ich will nur einen Kaktus. Könnte man auch ein Lied draus machen. Ich will doch nur einen Kaktus. Wir haben es irgendwie geschafft, ne? Ja, holy irgendwie shit. Schon. Aber... Okay. Ganz kritisch. Ja. Uff. Ja. Ja. Ich habe noch meinen Garten für uns. Kenners. Und bin schon wieder ready. Ja, ich auch. Ich krieg nichts. Diese Runde ist der Shop cursed. Ja klar, bist du auch Harry Potter. Stimmt auch, ja. Voldemort will dich hops nehmen. Ich krieg 19er Ticks, ne? Ja, ausweichen. Wir müssen ausweichen nehmen. Also ich hab das jetzt, ist so heftig. Ich weiche die ganze Zeit aus, nur mit 16er ausweichen, wo man 60 haben kann. Das ist krass. Soll ich auf Ausweichen gehen, ja? Noch ein bisschen, ja, wenn du kannst. Okay. Try my best. Diese Würmer, die gehen einfach nicht down. Aber meine Taktik war wohl nicht so die perfekteste. Leider. Okay. Ja, anscheinend, ne? Machst du nix. Eh ist das letzte Mal, ne? Ja. Ich einmal was bekommen. Egal. Okay. Das heißt, jetzt kommt schon Welle 20, oder? Ja, jetzt ist das Ende. Irgendwie du überleben. Scheiße. Ich würde auf Bosses scheißen. Ja. Irgendwie versuchen, einfach zu überleben. Okay. Probieren wir's. Der eine Boss ist auf dich fokussiert, der andere auf mich. Ach, Scheiße, ich bin gleich down. Das wird nix. Bei mir ist es okay. Oh mein Gott. Oh ja, du bist wirklich gleich down. Ja. Na, schade. No chance. Oh, oh no. Welle 20 gescheitert. Vielleicht hätte ich doch einen Stier nehmen sollen. Aber gut, fürs nächste Mal. Schade. Eben, ich glaube, die Challenge, die werden wir jetzt nochmal probieren, war echt ganz geil. Gegner doppelt so viel HP. Geil. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ja, war sehr nice. Also ich dachte fast, wir könnten es schaffen, aber... Ja. Ich glaube, das nächste Mal leben und ausweichen.
ist key. Und Glück haben. Und Glück haben im Shop, ja. Ja. So Leute, ich hoffe, euch hat die heutige Challenge gefallen. Ihr seht jetzt hier das letzte Video, wo wir die 300% Enemy Count hatten. Und lasst ein Abo da, ein Like da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream auf Twitch. Schaltet gerne rein. Ist sehr geil. Yes. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr noch ein schönes Wochenende habt, wann ihr auch immer guckt. Und ich hoffe, wir sehen uns einfach wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Jo, ciao, ciao. Haut rein.